Hallo Fahrradfreunde und willkommen zu unserem Cube Attention 2020 Vergleichsvideo. Wir möchten euch heute die zwei unterschiedlichen Cube Attention Modelle vorstellen. An sich haben wir es ja bei beiden Rädern mit Aluminium Hardtails zu tun, der unter 1000 Euro Klasse. Sie tragen auch beide den gleichen Namen, Attention. Wir haben es bloß hier auf der einen Seite mit der SL Variante zu tun. Und was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich nochmal genauer. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Komponentenausstattung und was sich dahinter verbirgt. Fangen wir erstmal mit den Gemeinsamkeiten der beiden Räder an. Beides Aluminium Hardtails und beide von der Geometrie durchaus vergleichbar. Also das ist im Prinzip die gleiche Basis, nur eben mit unterschiedlichen Komponenten bestückt. Der Rahmen selber ist von Cube aus so gestaltet von der Geometrie her, dass er halt sehr agil ist. Vom Handling her recht verspielt, sodass man halt auch wirklich relativ flink um Kurven kommt und das ganze Rad auch relativ dynamisch eben zu bewegen ist. Was auch besonders schön gemacht ist, ist bei beiden Rahmen, sowohl beim Attention als auch beim SL, die innen verlegten Züge. Und wie man es von Cube kennt, sind beide Rahmen auch mit ausreichend Kontaktpunkten ausgestattet, um Schutzbleche, Gepäckträger oder auch einen Seitenständer anzubauen. Also im Prinzip eine recht flexible Ausrichtung des Rahmens auch. Schauen wir uns das Attention jetzt mal genauer von den Komponenten her an. Das Attention kommt, wie gesagt, mit einem schön verarbeiteten Aluminiumrahmen, schön gestalteten Aluminiumrahmen. Ausgestattet ist das Rad, was die Federgabel betrifft, mit einer RockShox XC30, bei der man schon verschiedene Einstellmöglichkeiten hat. Also man kann hier zum einen den Preload einstellen. Was auch ganz angenehm ist, ist der Lockout, den man vom Lenker aus bedienen kann. Ja, man hat hier dieses kleine Hebelchen, um die Gabel komplett festzustellen, wenn man sie nicht braucht, im Wegetritt bergauf beispielsweise. Von der Schaltgruppe her ist das Attention ausgestattet mit einer Deore-Schaltgruppe 2x10-fach-Ausführung. Wir haben es hier mit Deore-Schalthebel, Deore-Schaltwerk zu tun und was halt besonders schön ist, ist, dass das Deore-Schaltwerk inzwischen auch schon als Shadow-Plus-Ausführung ausgefertigt ist. Das heißt, man kann das Ganze auch mit dem kleinen grauen Hebel arretieren, um im Gelände oder auf ruppigen Geländefahrten eben so ein bisschen die Kettenschläge zu minimieren. Zur Kurbelgarnitur. Wir haben es hier mit einer 2x11-fach-Gruppe, wie gesagt, zu tun, also eine 2-fach-Kurbelgarnitur in der Abstufung von 36-28 Zähnen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Kurbelgarnitur schon Holotech 2 gelagert ist. Das heißt, mit den außenliegenden Lagerschalen hat man eine recht steife Kurbelgarnitur, recht verschleißarme Kurbelgarnitur, die auch noch ein bisschen Gewicht spart. Die restlichen Anbauteile kommen von Cube selber. Aluminiumlenker, Vorbau, alles von Cube hauseigen gestaltet. Sattel, Sattelstütze. Was natürlich noch erwähnenswert ist, ist die Bereifung. Wir haben es jetzt hier mit Schwalbe Smart Sam Bereifung zu tun. Vom Profil her ein Reifen, der halt wirklich so eine Art Allrounder ist. Also jetzt sowohl auf relativ befestigten Wegen gut rollt, gutes Abrollverhalten hat, aber von der Profiltiefe her so gestaltet, dass er eben auch ausreichend Traktion im Gelände bietet. Laufräder haben wir hier von Cube ZX20 Aluminiumlaufräder geöst. Und nicht zu vergessen, was natürlich inzwischen eigentlich ein Standard ist, wenn man sich auf die Suche nach einem guten Mountainbike begibt, ist eine hydraulische Scheibenbremsanlage. Hier haben wir es jetzt mit einer Shimano MT200 zu tun, mit 180er Scheiben vorne und 160er hinten. Größere Bremsscheibe vorne ist natürlich für größere Bremskraft durchaus zu empfehlen. So viel zum Attention und dann wollen wir uns doch mal die Unterschiede jetzt anschauen zum Attention SL. Also beim Attention SL haben wir jetzt zwar den gleichen Aluminiumrahmen, allerdings ist das Ganze, gerade was die Gabel betrifft, schon deutlich hochwertiger. Man hat jetzt hier ein komplett anderes System. Wir haben jetzt hier eine RockShox Recon Luftfedergabel. Das heißt, das ganze Federsystem funktioniert über eine Luftkammer, die man relativ präzise auf das Fahrergewicht einstellen kann, sodass sie auch wirklich immer optimal und sensibel eben arbeitet, auf das Fahrergewicht abgestimmt. Das Ganze dann natürlich noch mit der zusätzlichen Lockout-Funktion vom Lenker aus wieder ausgestattet, dass man die Gabel auch bei Bedarf komplett blockieren kann. Und im Gegensatz zu der XC30 haben wir jetzt hier unten noch den Rebound, sodass man das Federverhalten der Gabel insgesamt ein bisschen beeinflussen kann. Wir haben jetzt hier eine Kombination aus Shimano XT und SLX. Das heißt, mit dem XT-Schaltwerk haben wir hier schon wirklich eins aus den Top-Gruppen von Shimano verbaut. Das Ganze dann in Kombination
mit SLX-Schalthebeln, wirklich ein sehr präzises Schaltverhalten, das Ganze auch nochmal ein Stück leichter. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass man hier jetzt halt schon bei der Kassette 11 Gänge zur Verfügung hat, also ein 2x11-Fach-Antrieb, während das beim Attention noch ein 2x10-Fach-Antrieb ist. In Kombination eben das Ganze dann auch noch mit dem SLX-Umwerfer. Eine schöne, präzise und leichte Angelegenheit. Die Laufräder beim Attention SL sind auch die ZX20 von Cube. Und das Ganze in Kombination eben mit einem Smart Sam Reifen, wie gesagt, schon eine recht flexible Geschichte, der überall eigentlich ganz gut rollt und auch schön Traktion im Gelände bietet, wie gesagt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden Räder sich eigentlich hauptsächlich durch zwei Dinge unterscheiden, die im Wesentlichen bemerkbar sind. Zum einen ist es die Federgabel. Hier hat man es eben schon mit einer Luftfedergabel zu tun. Das spart ein bisschen Gewicht und bringt ein bisschen mehr Sensibilität im Federverhalten mit sich. Der zweite Hauptunterschied ist halt der Antrieb selber. Hier beim Attention hat man einen schönen 2x10-fach Deora-Antrieb, während man hier bei der Übersetzung schon hinten 11 Gänge bekommt, also dementsprechend 2x11-fach Antrieb. Für wen ist jetzt welches Rad geeignet? Also meiner Meinung nach kann man mit dem Attention schon super viel Spaß haben. Es ist insgesamt ein MTB, was wirklich in allen Punkten schon eine hochwertige Ausstattung und moderne Ausstattung vor allem mitbringt. Ja, mit einem 2x10-fach Antrieb, einer Deora-Gruppe, die schon wirklich viel Präzision mit sich bringt und eine RockShox-Federgabel hat man zusätzlich eben noch auch bei dem Federelement eine recht überzeugende Geschichte. Das Attention ist dementsprechend eine Empfehlung für Leute, die halt ein flexibles Rad suchen, die sowohl die täglichen Wege erledigen wollen, aber halt auch mal eine sportliche Radtour durchs Gelände bzw. eine Tagestour eben auf unbefestigten Wegen hinter sich bringen wollen. Im Vergleich dazu bietet das Attention SL dann schon eine etwas sportlich orientiertere Ausstattung, spart ein bisschen Gewicht durch die Federgabel, auch durch die restliche Ausstattung mit den SLX XT-Gruppen. Wirklich eine sehr präzise Geschichte, die sich auch vor reinen Race-Hardtails nicht zu verstecken braucht. Das Attention SL ist dementsprechend eine Empfehlung für alle, die ein sportliches Aluminium-Hardtail suchen, dessen Komponenten wirklich alles mitmachen und auch einen sportlichen Einsatz entsprechend unterstützen durch die präzisen Schaltkomponenten und die sensible Federgabel. Also, wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt, wie die Unterschiede sich bemerkbar machen bei den beiden Rädern, dann kommt einfach vorbei bei uns in den Filialen. Ihr könnt die Räder bei uns jederzeit Probe fahren, auch gerne mal im Vergleich. Und dann könnt ihr einfach selbst entscheiden, ob das SL für euch die richtige Wahl ist oder ob ihr mit dem Attention schon auf der sicheren Seite seid. Beides sind Räder, die insgesamt vom Ausstattungsniveau her sich nicht zu verstecken brauchen. Preislich, sollte man vielleicht noch sagen, liegt zwischen beiden Rädern, liegen nur 100 Euro. Also hier haben wir es mit 799 Euro zu tun beim Attention. Und das Attention SL gibt es dann im Gesamtpaket schon für 899 Euro. So viel zu den Cube Attention 2020er Modellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Test. Bis dann.